Ja gut, die wichtigste Eigenschaft ist, glaube ich, erstmal keine Angst zu haben, ne, weil das ist, glaube ich, das größte Problem, wenn du im Tor stehst und ängstlich bist, dann vergräßt du dich erstmal mit dem Körper und somit hast du wenig Angriffsfläche, ne, um den Ball zu parieren. Dann, glaube ich, macht es schon Sinn, wenn man jünger ist, mal zu gucken, was machen denn andere Torhüter, ne, was machen denn die Älteren und sich da vielleicht einige Dinge abzugucken. Am Ende geht es darum, dass du deinen eigenen Stil findest. Ne? Also, dass du sagst, okay, das, was der macht, das verstehe ich, der hat eine Idee dahinter. Also jetzt nicht nur planlos, sich ins Tor zu stellen und zu sagen, na, ich gucke mal, wie ich den Ball halten kann, sondern dadurch, dass du ja doch etwas im Nachteil bist, weil der Schütze hat ja den Ball, sollte man immer eine Idee haben, mit jeder Situation umzugehen. Ja, ich nehme mal die Situation Würfe von außen. Was ich glaube, für jeden Torwart eine unangenehme Situation ist, da will ich mich gar nicht ausnehmen. Und dass du zum Beispiel versuchst, entweder im Vorfeld, weiß nicht, ob ihr schon Videoanalyse macht oder wenn die gegnerische Mannschaft sich einwirft, ja, dann hast du ja trotzdem vielleicht die Zeit, mal ein bisschen zu gucken, was für Eigenarten haben die. Ja? Also wirft einer vielleicht jetzt nur immer in die lange Ecke oder nur flach oder nur hoch. Und so bei jedem Schützen ein bisschen ein Muster zu erkennen, um selber für dich eine Strategie zu entwickeln. Ja, das kann zum Beispiel sein, wenn ich jetzt, wenn einer nur lang wirft, dass ich ihm zum Beispiel seine Lieblingsecke mal wegnehme. Dass ich sage, okay, deine Stärke ist, du wirfst zu 90% nur lang, bei mir wirfst du nicht lang. So, und damit sorgst du ja schon dafür, dass er anfängt mit Denken. Also du bringst ihn eigentlich aus seinem Rhythmus hinaus. Ne? Also du nimmst ihm eigentlich so seine Wohlfühlsituation und dann sagt er, ach Gott, da hat ja noch nie ein Torwart gestanden. Ja? So, also den gegnerischen Schützen ein bisschen aus dem Rhythmus zu bringen und für dich zu versuchen, immer eine Strategie zu haben. Ja? Und das auf jede Situation. Fängst du erstmal langsam an, kannst ja mit den Außenpositionen mal anfangen und zu sagen, okay, dir ist aufgefallen, dass der Schütze nur das und das machst. Versuchst du bei dem mal seine Lieblingsecke wegzunehmen und ihm das andere anzubieten und das Ganze als Spiel zu sehen. Also wir sollten dann oftmals sind wir Torhüter, dann glaube ich doch, wir wollen um jeden Preis und wollen alles geben und. Und es ist, glaube ich, dieses Spiel zwischen fokussiert zu sein, also konzentriert zu sein, aber trotzdem es als ein Spiel zu sehen. Also trotzdem, der Geist ist wach und ist konzentriert und hat seine Idee, aber wir sind körperlich trotzdem locker. Du verstehst, was ich meine? Ja, also Ja. locker in Form von nicht zu verbissen zu sein, sondern das als ein Spiel zu erkennen. Und ich glaube, sich dann auch natürlich nicht entmutigen zu lassen, weil, siehst mal so, prozentual haben wir ja doch mehr Misserfolg als Erfolg. Ne? Also ich sage mal, von 10 Bällen, ich sage jetzt mal freie Bälle, schwere Bälle, wenn wir da vielleicht zwei, drei halten, dann ist das super. Wenn du das mal andersrum rechnen würdest, wenn der Schütze frei vom Tor steht und von 10 Würfen nur drei trifft, dann geht der, glaube ich, kriechend nach Hause. Ja? Und ich da sich, denke ich mal, ständig wieder, ich sage mal, nicht zu ärgern, sondern zu analysieren. Wir können auch nicht jeden Ball halten, muss man ganz ehrlich sagen. Aber es gibt ja viele Situationen, wo du sagst, ah, da war ich fast dran und da war ich mir ziemlich sicher, zu analysieren, was kann ich beim nächsten Mal besser machen. Also optimistisch nach vorne zu gucken, dir immer wieder einen neuen Plan zu machen, dich zu korrigieren und nicht dich, ich sag mal, in der Form zu beschimpfen. Und ja, sieht man ja auch oft, dass dann die Leute rumrennen. Ich habe das auch in meiner Anfangszeit gemacht, ne, dass man schimpft und macht und tut, um zu zeigen, vielleicht, dass man unzufrieden ist, sondern immer nach vorne gerichtet, optimistisch sein, eine neue Idee haben, wie ich mich der nächsten Situation, die vielleicht ähnlich ist, besser umgehe. Also natürlich ist es, wenn du groß bist und damit eine große Reichweite hast, von Vorteil, keine Frage. Wenn du groß bist und die Arme auseinander machst und damit schon über 2 Drittel des Tores abdeckst, ist das natürlich von Vorteil. Meist ist es so, dass du je nach Größenunterschied gewisse Vorteile hast. Wenn man etwas kleiner ist, ist man dafür vielleicht etwas schneller und etwas wendiger. Und da würde ich halt auch nie bewerten wollen, sondern es geht eher darum zu erkennen, welche Fähigkeiten habe ich. Ja, wenn ich jetzt groß bin ich vielleicht nicht ganz so schnell, aber muss anhand meiner Fähigkeiten, die mir gegeben sind, entweder über das Stellungsspiel kommen oder irgendwo meine Stärke mit einbauen. Ja, und deswegen würde ich persönlich niemals
bewerten, oh, der ist zu klein, der ist das und das, sondern wie hältst du Bälle oder wie viele Bälle hältst du? Hast du ein Talent? Hast du Spaß dran? Und, und. Ja, es geht, glaube ich, eher die Fähigkeiten, die einem mitgegeben wurden, auszubauen, um dich besser zu machen. Ja, das ist genau, ja, das ist natürlich ein Problem. Ja, also das ehrt einen auf der einen Seite, wenn man jetzt die Schuld nicht auf andere schiebt, aber am Ende versucht man ja den Torerfolg des Gegners zu verhindern, Abwehr mit Torhüter zusammen. Und natürlich stehst du als Torwart erstmal als Letzter da und wenn das jetzt ein Kullerball war oder wie auch immer, siehst du als Torwart natürlich immer ein bisschen unglücklich aus. So wie ich es, ich glaube, ich habe es vorhin versucht anzudeuten, also nicht das als Schuld oder sowas zu sehen, weil das ist eigentlich erstmal eine sehr unnatürliche Situation, weil wenn jemand kommt und ausholt, ne, und zielt mit dir auf irgendeinen Gegenstand, der natürliche Reflex ist ja eigentlich, bitte nicht. So, also wir arbeiten ja damit mit jeder Wurfsituation, also die gerade zumindest mal frei vor dem Tor ist, gegen unseren natürlichen Instinkt. Ja, so, und das ist ja schon mal eine große Herausforderung. Also mit jeder Situation und je älter ihr werdet und die Würfe immer fester werden, also je mehr musst du ja gegen deinen natürlichen Instinkt erstmal arbeiten. Das ist ja schon eine unglaubliche Energie, die du da deinem Körper abverlangst. Und da zu erwarten, dass man, weil man sich natürlich dann auch immer vergleicht, ja, dass das selbstverständlich ist, das würde ich nicht machen. Das eher immer als Chancen sehen und eher entweder abzusprechen, wenn du jetzt zum Beispiel einen Schützen hast aus dem Rückraum, ja, mit dem du vielleicht nicht klarkommst, dass man immer erstmal die Kommunikation versucht, mit seinen Vorderleuten zu pflegen und zu sagen, ey, ich habe hier ein Problem, helft mir mal. Ja, also eine Hilfe kann ja zum Beispiel sein, dass einem in dem Moment nicht der Block hilft, sondern dass es dir lieber ist, wenn sie den gegnerischen Schützen halt attackieren, körperlich, ne? Oder stören, dass er nicht zu 100% werfen kann. Oder dass sie sagen, ey, nehmt nur eine Ecke, damit ich mich auf diese Ecke konzentrieren kann. Ja, also es um dir, dass du es dir leichter machst oder ihr als Team es für dich leichter macht, weil am Ende geht's, muss der Abwehrspieler den Ball nicht blocken, sondern sie sollen es dir leichter machen, den Ball zu halten. Und auch da wieder viel beobachten, versucht die Schützen zu beobachten und ein gewisses Muster zu erkennen, weil die meisten selbst, wie gesagt, bis in den Spitzenbereich hin, sind immer Muster zu erkennen, wenn die Jungs und Mädels, wenn die müde werden oder auch so, ist ja trotzdem ein Stress für sie, wo sie schnell eine Entscheidung treffen müssen, haben sie trotzdem immer wieder ähnliche Bewegungsmuster und die im Endeffekt zu erkennen und zu sagen, ja, okay, ich akzeptiere beim nächsten Mal einen Wurf in die Ecke, aber der wirft zu 90% immer in die, ja, also okay, dann macht er mir kein Tor. Das will ich nicht haben. Ja, und so den Gegner zum Nachdenken zu bringen und ihn damit aus seinem Rhythmus herauszubringen. Weil wenn jemand jetzt in eurem Alter zum Beispiel besonders gut ist, dann ist er natürlich selbstbewusst, ne? Weil der weiß, der kommt hoch und macht immer das Gleiche. Ihr macht auch vielleicht immer irgendwo die gleichen Bewegungsmuster und damit hat er Erfolg. Und ihn jetzt aus diesem Gewohnten einfach mal rauszubringen und sein Selbstbewusstsein mehr oder weniger ein bisschen zu stören, das kann euch dann zum Beispiel helfen, erfolgreich zu sein. Also deswegen immer optimistisch sein und einen Plan haben. Das hat nicht funktioniert. Was kann ich anders machen? Das geht nur über Information, Wurfbild und sich Gedanken machen. Mensch, wie kann ich diese Situation, mit der ich vielleicht bisher überfordert war, besser lösen? Auch da gucken, das ist ähnlich. Weil auch viele Torhüter doch gleiche Bewegungsmuster haben, ne? Dass sie entweder relativ früh auf einem Bein stehen, dem gegnerischen Schützen nach vorne stürzen oder. Da ist das Gleiche. Oder selber auch daran arbeiten, selber zu erkennen, ja, wie reagiere ich denn eigentlich, wenn ich frei vor dem Tor werfe? Oder wo werfe ich denn eigentlich Also, immer hin? Abhängig davon, welcher Position du spielst, welche Wurfsituation du hast. Dass du erstmal erkennst, Mensch, wo werfe ich eigentlich immer hin? Weil ich glaube, viele, die sagen, habe ich mir gar keine Gedanken gemacht. Ja, so und so, wie ich es jetzt gerade euch gesagt habe, werden die Torhüter ja dann auch sagen, okay, ich habe dann Muster erkannt und auch so unberechenbar zu sein, variabel zu sein, flexibel zu sein in seinen Wurfvarianten. Ich nehme da jetzt mal als Beispiel, weil er in den letzten Jahren mit der variabelste war auf Linksaußen, der Uwe Gensheimer.
oder der Kastening im Moment von Melsungen, der doch ein sehr breites Repertoire an Würfen hat. Das macht es natürlich ein Torwart auch schwer zu erkennen, was kommt als nächstes dran. Ja? Und diese Variabilität einfach zu trainieren. Das ist, glaube ich, eine gute Sache. Wie gesagt, nicht die gleichen Bewegungsabläufe zu haben, sondern einfach auch mal zu üben, mal schnell zu werfen, mal verzögerter zu werfen, damit der Torwart nie genau weiß, wie er mit dir umzugehen hat. Also sowas kann man, glaube ich, bedingt trainieren. Ja, es gibt verschiedene Trainingsformen, wo man sowas so schnelle Reaktionssachen üben kann. Ich meine, im Tor hast du ja per se oftmals die Situation, dass du ganz spät den Ball erst siehst und erkennst. Aber sowas kann man schon trainieren. Da, ich weiß nicht, ob ich es vorhin gesagt habe. So gezieltes Torwarttraining habe ich eigentlich nur in der Nationalmannschaft bekommen. Auf Vereinsebene eigentlich gar nicht. Und deswegen, ja, war da jetzt vieles, das was zumindest meine Torwartkarriere anging, dann Talent und ich glaube eine Reaktionsschnelligkeit, würde ich mal sagen, bedingt, kann man bedingt trainieren. In Nuancen ja, aber ich glaube, dass da viel dann schon einfach da ist. Also jemand, der von seinem Bewegungsablauf doch sehr träge ist, den wirst du nicht zum Reaktionswunder machen. Ja? Aber sowas zu trainieren punktuell, das macht schon Sinn. Und im Ideal aus meiner Sicht natürlich ein ausgeruhter Körper. Ne? Also wenn du ausgeruht bist, dann kann man Explosivität machen. Wenn der Körper schon sehr, sehr müde ist, dann macht das aus meiner Sicht relativ wenig Sinn. Also was ich gerne gemacht habe, ist bei Schützen, wo ich jetzt natürlich auch nicht genau wusste, was er macht, weil klar, die sehr guten, die haben viele Varianten drauf, dass ich mich versucht habe, dadurch, dass ich auch ein bisschen kleiner bin, aber das ist unabhängig davon, etwas versetzt zu stehen. Also ich habe versucht, mit meinem Körper etwas mehr auf dem Wurfarm zu stehen. Ja, also wir haben ja diese 4-Meter-Linie und die stand oftmals relativ weit draußen, aber ich stand jetzt nicht mit meinen Füßen parallel zu dieser 4-Meter-Linie, sondern etwas versetzt. Ja, und habe dann versucht, den Schützen, also wenn du dir das mal vorstellst, du kannst das ja im Training mal ausprobieren, du stellst dich selber mal an die 7-Meter-Linie und lässt jemanden einmal sich normal hinstellen, ja, also wo auch immer, entweder auf 4 Meter oder ein Stück weiter zurück, dass er mal genau in der Mitte des Tores steht oder etwas versetzt, was das mit dir macht, ja, und du hast ja mit einem ganz anderen Fokus, ja, und dann musst du immer wieder sehen, dass es relativ leicht ist als Schütze, wenn du, ich sag mal, den Ball geradeaus anvisierst. Und wenn du jetzt siehst, der Torwart bewegt sich, hast du immer noch die Option, mit dem Handgelenk dich für die andere Seite zu entscheiden. Also entweder auf die Füße dann noch zu werfen oder auf die andere, in die linke Ecke dann, ja, als Rechtshänder. Wenn ich aber als Torwart schon dort stehe und mehr oder weniger so weit dort drüben stehe, dass der Schütze mich mehr oder weniger trifft, und ich mich jetzt eigentlich nur noch auf die mehr oder weniger gezogene Seite des Schützens konzentrieren muss mit meiner Bewegung her, dann muss ich mich ja nicht mehr für links und rechts entscheiden, sondern dann ist ja nur noch eine Frage des Timings. Verstehst du, was ich meine? Also Ja. sag ruhig, wenn du es nicht verstehst. So, Nee, und doch. so habe ich ihn schon versucht zu verunsichern. Ja, weil die meisten Torhüter, also so habe ich es damals wahrgenommen, die standen eher mittig und haben dann natürlich versucht, anhand des Wurfbildes irgendwie eine Reaktion zu machen oder eine Aktion, mal die Arme unten zu haben, oben zu haben, ihn so ein bisschen zu verunsichern. Ich habe einfach versucht, mich versetzt hinzustellen und ihm damit den Raum, wo er hinwerfen muss, weil dann konnte ich ja beobachten, wenn er den Arm jetzt weiter rausgenommen hat, ja, dann bin ich einfach ein kleines Stück mitgegangen. Habe also meine Position nur mit kleinen Schritten, das reicht. Wir denken immer, wir müssen so ganz viel machen. Aber kleine Bewegungen reichen manchmal aus und oftmals viel effektiver, als wenn wir versuchen, große, tolle Sachen zu machen. Ja, weil du musst es immer so sehen, der Raum, wo er hinwerfen kann, wird ja trotzdem, trotz, also, weil du eine gute Position eingenommen hast, immer geringer. Ja, der Winkel, wo er hinwerfen kann. Und wenn er sieht, oh Mensch, ich kann gar nicht in die Geradeausecke werfen, sondern ich muss hier rübergehen, dann kannst du auch wieder deine Position verändern. Ja, also so habe ich eher mit dem ganzen Körper versucht, erstmal eine optimale Position zum Arm zu haben. Weil der Arm
beziehungsweise der Ball ist ja entscheidend und nicht, was der Oberkörper macht. Ja, also versuch dich zu orientieren, was macht er mit dem Arm und versuch aufgrund dessen, was du da beobachtest, deine Grundposition schon mal zu verändern und zu optimieren. Und das kann man im Training super üben. Also im Erfolgsfall ist es geil. Im Misserfolgsfall oder wenn es eng wird und du lässt so eine Gurke durch, bist du natürlich deprimiert, weil du weißt, du kannst, ja, du hast jetzt durch diesen Bock, ich sag mal, einen Punkt verschenkt oder beide. Aber es ist natürlich im Erfolgsfall ist es ein sehr schönes Gefühl, weil du kannst aktiv in das Spiel mit eingreifen. Ne? Also in diesen Spielen, wo man dann auch, ich sag mal, erfolgreich war, irgendwie eine Meisterschaft gewonnen hat und du hast aktiv dazu beigetragen, ist das schon ein sehr, 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 sehr erfüllendes Gefühl, wenn du dann auch deinen Anteil dazu beigetragen hast, weil gut, du musst jetzt vielleicht nicht mal über 60 Minuten eine überragende Leistung gebracht haben, aber wenn du in der entscheidenden Phase viele wichtige Bälle gehalten hast und entscheidend, wie gesagt, zum Erfolg beigetragen hast, dann ist das was sehr, sehr Schönes. Ja, es gab auch da, ich sag mal, in gewissen Phasen oder in gewissen Zeiten Stellen, wo ich sage, oh, da tust du dich im Moment ein bisschen schwerer, keine Ahnung, entweder von der Beweglichkeit oder von der Koordination. Dann habe ich die versucht, eher mit meinem Stellungsspiel auszugleichen. Ja, dass ich das versucht habe, eher auszugleichen über ein besseres Stellungsspiel oder wenn ich gesehen habe, Würfe aus dem Rückraum, dass der Block sehr gut steht, dass ich mich vielleicht einen Tick früher in diese Ecke dann bewegt habe. Ja. Aber das ist dann halt auch das Ziel des Trainings, des individuellen Trainings. Also super schon mal, wenn man das selber erkennt, wo ein Schwachpunkt ist. Und dann versuchen über das regelmäßige Training, individuelle Training, diesen Schwachpunkt etwas, ja, auszugleichen. Weil das ist immer möglich. Aber es ist meist so, dass aufgrund dessen Linkshänder, Rechtshänder, dass du eine Seite einfach etwas besser manchmal ist als die andere. Das ist eine völlig normale Sache. Und ich glaube schon, dass man das über ein entsprechend gezieltes Training ausgleichen kann. Also ich halte es im jungen Alter für gut und sinnvoll. Also einfach erstmal, um zu erkennen, wo liegt mein Talent, weil viele, die nie im Tor gestanden haben und damit einmal merken, ey, das macht dir hier Spaß und selber sich erkennen, dass sie ein Talent dafür haben. Also wenn man jung ist, finde ich das schon gut, wenn man da regelmäßig mal rotiert. Ich glaube aber, dass es auch eine gewisse Mentalitätsfrage ist. Ne? Jeder hat, glaube ich, nicht diese Mentalität, weil ich vorhin gesagt habe, diesen Angstinstinkt überwinden zu können oder zu wollen. Ja, deswegen in der Theorie höchstwahrscheinlich ja, aber in der Praxis macht es wenig Sinn, jemand, der erstmal keine Motivation dazu hat, sich dahin zu hechten, nach dem Ball zu springen, weil es ihm unangenehm ist, da jetzt mit Gewalt reinzupressen. Deswegen aus der Praxis würde ich sagen, es ist nicht jeder geeignet fürs Tor. Naja, ich sage mal so, es gibt Körperteile, die natürlich schmerzhafter sind als andere, ja, die wir versuchen zu schützen. Ansonsten waren, wenn ich jetzt mal die eigene Verletzungsthematik durchgehe, sind es natürlich die Finger oftmals, die verletzt sind. Das Handgelenk war bei mir oftmals durchgeschlagen. Ich habe drei Ellenbogen-OPs gehabt, weil die Ellenbogen durchgeschlagen waren. Aber das sind alles Dinge, die man über ein gezieltes Krafttraining, über Verbesserung der eigenen Technik. Ich sage mal so, wenn die Kapseln kaputt gehen, das gehört einfach zu der Position mit dazu. Ja, und dann wird das getaped und dann ist es einfach so. Ja, das Sprunggelenk, das kann auch ab und zu passieren, aber das ist bei mir relativ im jungen Alter schon gewesen. Deswegen habe ich eigentlich schon von Anbeginn mit diesen Bandagen gespielt, ja, diese Sprunggelenksbandagen. Um mich davor zu schützen, weil da habe ich dann, wenn du einmal die Erfahrung gemacht hast, dann ist das wirklich wie ein Schock. Und deswegen hatte ich von Anfang an eigentlich diese Bandagen um. Und ansonsten war ich vor großen Verletzungen eigentlich, bin ich verschont geblieben. Ja, aber wie gesagt, ich glaube, dass einfach die Region, womit du am meisten Kontakt mit dem Ball hast, wie gesagt, das sind die Hände, das sind die Sprunggelenke.
die sind am gefährdetsten. Und ich glaube, oftmals auch die Frage, so einen Ball ins Gesicht zu bekommen, das wünscht sich natürlich keiner und ist auch nicht schön. Oftmals waren es die Volltreffer, die gar nicht so weh getan haben, weil du voller Adrenalin im Spiel bist. Die hauen dich zwar um, ja, die Wucht, aber das ist jetzt nicht, ich fand das jetzt nicht so schmerzhaft. Manchmal waren es eher so diese Streifschüsse, die schmerzhafter waren. Ja, aber ansonsten im Großen und Ganzen hatte ich jetzt keine ganz große oder schwere Verletzung, die ich da davon getragen habe. Ja, würde ich jetzt lügen, wenn ich ja sage. Also ich habe ja, ich glaube, ich habe es vorhin angedeutet, der Noga Sedarusic, den fand ich fachlich inhaltlich sehr, sehr gut. Und da habe ich echt auch hingehört und zugehört, weil er Dinge gesagt hat, die ich vorher so noch nie gehört habe. Ich sage es mal so, es schadet mit Sicherheit nicht, sich mit dem eigenen Spiel der eigenen Mannschaft etwas auseinanderzusetzen. Aber grundsätzlich dadurch, dass du im Angriff jetzt nicht so mit involviert bist und involviert wirst, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass das Muss ist. Versuch du dich lieber damit zu beschäftigen, die Würfe aller gegnerischen Spielerinnen zu erfassen, zu analysieren und für dich einen Plan zu haben. Weil jetzt stell dir mal vor, jetzt sind das sechs Spielerinnen, nehmen wir mal die Kreisspielerin weg, sind es fünf und die kreuzen viel. Da musst du ja in jedem Moment von jeder Spielerin das Wurfbild von der jeweiligen Position auch haben, ja, im Idealfall. Aber ich nehme es jetzt mal für mich. Und gerade die drei Rückraumspieler, wenn die miteinander kreuzen, solltest du ja im Kopf haben, okay, jetzt kommt der über die Mittellinie. Wenn der am Block den Arm hier hat, wirft er meist dahin. Und wenn er das hat, das ist ja in einem kurzen Zeitraum, musst du ja ganz viele Informationen verarbeiten. Und ich glaube, wenn dir das gelingt, bist du schon sehr, sehr gut vorbereitet auf dein Torwartspiel. Und da brauchst du jetzt nicht unbedingt die Informationen, wie dann deine Mitspielerinnen die Spielzüge vorne machen. Wie gesagt, wenn du die Gabe hast und wenn dich das interessiert, beschäftige dich damit. Aber es wäre wichtiger eigentlich, dich auf deine Aufgabe so gut wie möglich vorzubereiten. Ja, also ich glaube, dass das auch immer individuell ist. Aber ich glaube, die meisten von uns in diesem Alter genießen doch noch irgendwo die familiäre Unterstützung. Und als ich damit mit 14 zur Sportschule gekommen bin, war das natürlich auch zweigeteilt, ne? Also der eine Teil kam aus den damaligen Bezirken Magdeburg und Halle, die also ins Internat gegangen sind. Das heißt, nach Schule, nach Training sind die ins Internat, was in dem jugendlichen Alter mit Sicherheit unterhaltsam und auch schön ist. Aber du hast eigentlich nie deine Privatsphäre. Du hast natürlich auch Situationen oder manche, die dann mit Heimweh zu tun hatten und, was in diesem Alter, wenn wir dann von Entwicklung, Leistungsentwicklung, Schule und so weiter fordert, ganz viel von dir, schwer ist, dann in allen Bereichen optimale Leistung zu bringen. Und da bin ich natürlich froh gewesen, dass ich als Magdeburger, der also morgens zur Sportschule hingefahren ist, Schule, Training gemacht hat, abends wieder nach Hause gefahren ist, ein höherer Aufwand war, aber ich hatte trotzdem mein familiäres Umfeld. Ja, und das war für mich schon sehr, sehr wichtig. Also ich bin so jemand, für den dieses familiäre Umfeld wichtig war. Und da muss sich jeder auch selber einschätzen. Ich glaube aber, die meisten von uns, für die ist das wichtig, dass man zumindest die Eltern als Ratgeber hat, die dann auch, naja, ich sag mal so, die alltäglichen Dinge, einen bei den alltäglichen Dingen unterstützen. Das war für mich sehr wichtig und ich hatte auch immer Trainer, die mich halt gefördert haben, die in mir ein Talent gesehen haben und die mich auch da vorangebracht haben. Ja, und das halte ich schon für wichtig. Also man braucht auch einen Trainer, der einen fördert. Ne? Also ich finde die Begrifflichkeit immer fordern und fördern gut. Ne? Also ich fordere von dir, dass du eine Bereitschaft hast und dass du alles gibst, aber ich fördere dich in der Hinsicht, indem ich dir einfach Informationen gebe, dass ich merke, Mensch, du bist hier an einem Punkt angekommen, wo du vielleicht nicht weiterkommst und ich dir vielleicht sagen kann, du versuchst mal mehr hiermit oder mehr damit und so weiter und so fort. Das ist eine Wie gute frage ich mich? Frage. Also eigentlich aufgrund der
der Größe des Tores theoretisch eigentlich nicht. Also theoretisch hast du immer, und das war ja auch immer so mein Gedanke, theoretisch hast du, bist du in der Lage, mit einer kurzen Bewegung in jedes Eck zu kommen. Also theoretisch nicht, aber praktisch wissen wir. Ja, und das sind natürlich dann die Schützen, die mit viel Varianten, ja, gerade heutzutage mit diesen Drehwürfen und so weiter, das ist natürlich für dich als Torwart schwer zu erkennen, ja, weil du orientierst dich ja eigentlich oftmals anhand der Armbewegung. Und wenn dann im letzten Moment das Handgelenk kippt, wenn ihr vielleicht Handball dann auch im Fernsehen beobachtet, in der Zeitlupe, da kann man das immer alles super sehen. Ja. Aber wenn man auf der anderen Seite steht, ne, wo das alles auf einen drauf zukommt und natürlich nicht das in Zeitraffer sieht, sondern in Echtzeit, da ist dann schon einfach viel Erfahrung und viel, um dann, ich sag mal, solchen Trickwürfen aus dem Weg zu gehen. Aber einen unhaltbaren Wurf von der Sache her, würde ich sagen, gibt es nicht. Natürlich gibt es Würfe in Situationen, da ist er so dicht dran, da kommt er so fest, war der aus dieser Situation heraus vielleicht für den Torwart nicht haltbar. Das mag sein. Aber theoretisch, wie ich es gerade gesagt habe, dass du in jedem Moment blitzschnell in jeder Ecke sein könntest, das wäre beim Fußball, möchte ich sagen, anders. Da gibt es Situationen, da ist dann, was weiß ich, das lange Eck so weit weg, da kannst du niemals hinkommen. Aber beim Handball ist es theoretisch möglich. Ich sag mal so, das ist vielleicht die Erfahrung, die ich nach meiner Handballkarriere jetzt gerne weiter vermitteln würde. Ja, selber praktiziert. Ich halte Meditation für gut, aber muss man natürlich schon auch sich eine Weile mit auseinandergesetzt haben, ne? Weil wir wissen heute, dass viel auf uns drauf einprasselt an Medien, an vielen Informationen, die unser Geist zu verarbeiten hat. Und je schlechter unser Gehirn anpassungsfähig ist, umso schwieriger wird es auch sein, dich in Stresssituationen im Spiel auf das Wesentliche zu konzentrieren. Und da halte ich Meditation für eine super Möglichkeit. Aber auch da ist es natürlich eine Form des Trainings. Ja, wenn ich einmal im Monat Meditation mache, dann kann ich das natürlich knicken. Wenn es mir gelingt, das aber jeden Tag zu machen und mich dann vielleicht vor dem Spiel oder wie auch immer in so eine Meditation reinzubringen. Ich glaube, der Begriff ist manchmal für viele so missverständlich. Eigentlich geht es ja nur darum, eigentlich entweder den Geist zur Ruhe kommen zu lassen oder wenn du den Begriff schon nennst, wirst du dich damit ja auch vielleicht ein bisschen auskennen. Ich halte Meditation für super. Es ist eine gute Okay. Möglichkeit, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Ja, womit wir ja oft in vielen Bereichen heutzutage oftmals ein Problem haben. Und da ist Meditation eine gute Möglichkeit. Naja, gut, auch da Wurfbild. Ich habe mir natürlich vor den Spielen Wurfbilder angeguckt und du hast ja, jede Mannschaft hat so zwei, drei 7-Meter-Schützen, die dann immer kommen. Und ja, die haben auch ihre Lieblingsecken oder ihre, ich sag mal, ihre Variante 1 und dann die Variante 2, wenn 1 nicht klappt oder als generell, die wollen natürlich auch den Torwart verunsichern. Und da habe ich dann oftmals versucht, Variante 1, Lieblingsvariante wegzunehmen. Okay. Hanna, Ja, hast du noch dann eine einfach als Frage? Ach so, Spiel, sorry. ne? Also je lockerer du dann bist und da kommt dann eins zum anderen. Der Schütze denkt, ach Scheiße, das Tor wird immer kleiner und ne, wenn du ihn schon aus seiner Konzentration rausgenommen hast, dann wird er unsicher. So, und den Erfolg für dich ist es schon, wenn er Innenpfosten rauswirft. Ja, du hast ihn aus seiner Konzentration herausgenommen. Es war die Recherche vor dem Spiel und dann natürlich mit ihm, ja, es als Spiel zu sehen. Ja, gab es einige. Erstmal, wenn ich keinen Ball gehalten habe. Wenn ich ein paar Bälle gehalten habe und die Mannschaft die Bälle schnell weggeworfen hat. Ich hatte Situationen, wo, ja, also was ich am wenigsten leiden konnte, gerade mit zunehmendem Alter, war, es das heißt ja oftmals, dass es gibt das Torwarteck und die Abwehrecke. Ja. Davon bin ich. Also es gibt klassische Situationen, wo man das so handhaben kann. Ja. Aber ich bin grundsätzlich kein Freund davon. Weil so wie ich es vorhin auch gesagt habe, ich hatte das Gefühl, dass ich theoretisch jeden Ball halten kann. Ja. Und so habe ich mich auch im Tor versucht zu bewegen. Und ich habe jetzt nicht für mich gesagt, das ist nur das Torwarteck und ich, weil dann brauche ich keinen Torwart. Dann kann ich jeden da hinstellen und sagen, du, wenn der Schütze von da kommt, dann ist das ein Rechtshänder und dann ist das deine Ecke. Dafür brauche ich keinen Torwart. Und solche Sachen haben mich dann schon gestresst. Also es gab schon viele Situationen,
die dann auch mit zunehmendem Erfolg misst man sich natürlich an diesem Erfolg, möchte den Erfolg wieder haben und diese Balance dazwischen zu finden, ne? Sich also locker zu sein, Spaß zu haben an dem, was man tut, aber trotzdem hohe Ambitionen an Leistung, an Zielen zu haben und sich an diesen Zielen natürlich zu orientieren. Und wenn man diese Ziele nicht erreicht hat, natürlich war ich dann auch frustriert. Ja. Also, das ist aber die Herausforderung mit zunehmendem Alter, mit zunehmender Leistung, dann diese Frustration halt eher konstruktiv zu nutzen, wie ich es vorhin gesagt habe. Also, wie gehe ich mit der Situation um? Entweder, wie kann ich die Situation selber besser lösen, indem ich mich besser positioniere, besser vorbereite, besser dehne, besser Krafttraining mache oder. Beziehungsweise die Kommunikation mit deinen Vorderleuten dann einfach zu haben, zu sagen, hey, mir ist aufgefallen, das und das, also entweder natürlich im Ideal vor dem Spiel, ja, dass ihr vor dem Spiel euch schon absprecht oder du sagst, du, ich habe da und da ein Problem, lass uns mal das so und so machen. Ja, also immer konstruktiv zu sprechen, das macht absolut Sinn und das beugt vielleicht einer Frustration und einer Unzufriedenheit auch vor, indem man dann einfach seine eigenen, ja, Befindlichkeiten auch einfach mal anspricht. Ja, zumindest mit den Mitspielern macht sowas ab und zu Sinn. Ja, klar, das ist natürlich die super Situation. Natürlich sind die Chancen theoretisch relativ gering, aber ich habe die Situation für mich so gesehen, ich habe nichts zu verlieren. Ja, gehe so in die Situation und auch da ist es das Gleiche wieder zu erkennen. Was hat der Schütze für ein Wurfbild? Versuch auch damit ihn zu spielen, ihn vielleicht in eine Ecke zu locken, ja, wo du dann versuchst, über dein Stellungsspiel in die sich ergebende Wurfmöglichkeit, die dann im letzten Moment einfach zu schließen, ja. Auch das Maß zu finden, wie weit gehe ich raus, gehe ich weiter raus, bleibe ich weiter hinten. Das sind alles Dinge, das ist natürlich sehr komplex, keine Frage. Es ist natürlich eine schwere Situation, wenn jemand frei auf dich drauf zukommt. Aber ja, vielleicht auch da gucken, wie machen das vielleicht Bundesligaspieler? Ja, ich weiß nicht, wie regelmäßig du Handball auch im Fernsehen guckst, dass du da vielleicht einfach mal guckst, Mensch, wie machen denn die das? Ne? Springen die, wenn der gegnerische Schütze hochgesprungen ist, auch gleich hoch? Oder bleiben die vielleicht ein bisschen länger stehen? Gehen die mehr auf den Arm? Beobachten die den Arm? Ja, da kann man manchmal in solchen Bundesligaspielen, wenn dann auch nochmal Zeitlupen gebracht werden, das finde ich sehr, sehr gut beobachten, wie das andere machen, um den Gegner dann auch einfach ein bisschen zu irritieren. Ja, man kann dann mal ganz hoch springen oder man macht ganz lange gar nichts oder erst im letzten Moment springt man hoch. Also auch da ist das Ziel eigentlich, den Schützen ein bisschen zu irritieren. Ja, und auch da nicht immer das Gleiche machen, sondern versuchen, mit unterschiedlichen Bewegungen ihn so ein bisschen aus dem Takt zu bringen. Also, ich weiß, es gibt immer auch bei den Medien, wo es dann heißt, die und die Quote, das ist Weltklasse und dies und jenes. Das ist nicht ganz einfach zu beantworten, weil es gibt einfach Situationen, wenn zwei Mannschaften nur frei vorm Tor werfen, siehst du als Torwart immer schlecht aus. Ne? Und wenn du dann eine Quote von 30 hast, dann hört sich das vielleicht nicht so doll an, aber du hast am Ende die entscheidenden Bälle gehalten und ganz schwere und wichtige Bälle. Ist also nicht aussagekräftig, die Quote. Nicht Ja, zwingend. klar, wenn jetzt jemand 50% hat, dann kann der jetzt nicht schlecht gewesen sein. Ja. Ja. Also damals hieß es, soweit ich das noch im Kopf habe, 40% war schon Weltklasse. Das war schon sehr gut. Jetzt hat sich natürlich in den letzten Jahrzehnten der Sport deutlich auch verändert. Du kriegst deutlich mehr Würfe aufs Tor, hast somit auch mehr Möglichkeiten, dich auszuzeichnen. Also ich sag mal, alles, was über 40% ist, ist wirklich sehr, sehr gut, aber hat trotzdem nicht die Aussagekraft. Weißt du, wenn jetzt einer 35% hat aber, ich sag mal, wirklich ein paar schwere, wichtige Bälle erhalten, dann kann er ein tolles Spiel gemacht haben. Also deswegen jetzt rein, das nur an der Quote festzumachen, da bin ich kein Freund von. Oh. Also ich weiß, in einem Bundesligaspiel ist es mir passiert, dass der Ball irgendwie, ich glaube, Heber, der Ball geht an Pfosten, mir an Kopf und ins Tor. Also das war ziemlich dämlich, das war nicht so doll. Ja, alle Bälle so, die so um die Beine kullern,
Ich glaube, ich habe einen Ball mal gehalten, habe also mehr oder weniger drauf gesessen zwischen den Beinen und beim Aufstehen habe ich mir dann selber ins Tor gehauen. Da war ich noch ganz jung, weiß ich noch. Das war auch, da willst du am liebsten versinken im Tor, ja. Das waren so eigentlich so die unangenehmsten. Und Würfe zum Teil von der Grundlinie. Also wie ich gesagt habe, von außen, teilweise dann auch Rechtshänder von rechts außen, wo ich dann auch keine Idee hatte, gerade wo ich dann noch jung war, wo ich nicht wusste, wie ich mit der Situation umgehen sollte. Und alle sagten, naja, der wirft jetzt schon hier fast von der Grundlinie und geht trotzdem rein, muss er doch haben. Da will man dann eher im Boden versinken und das war sehr, sehr unangenehm. Ja, das macht auf jeden Fall einen wach und natürlich ist man dann gereizt, ist ja klar, ja. Also wie kann der mich hier auf den Kopf werfen und dann, aber das zeigt, wie viel von innerer Bereitschaft, wie das auch ein Spiel ist, ne? Und manchmal muss man einen erst, ich sag mal, körperlich attackieren, dass alle Sinne wach und dabei sind. Ja, also das kann schon den einen oder anderen Torwart anstacheln, dass wenn man ihn so getroffen hat, wie er es nicht möchte, dass er dann mit einmal alles hält. Ja, klar. Also wir haben zur erweiterten Erwärmung oftmals die Situation gehabt, dass man das klassische Spiel, also Block hat seine Blockecke, der Torwart versucht sein, beim Rechtshänder rechtes Eck dann zu nehmen und dann freie Wurfsituation. Ne? Also dass der Abwehrspieler in Notsituation gekommen ist, mehr oder weniger nur im letzten Moment noch zum Block hochgesprungen ist und du als Torwart dann also der Schütze mehr oder weniger an beiden Ecken vorbeiwerfen konnte und du improvisieren musst. Also das sollte man schon trainieren. Ja? Also jetzt nur, das erkenne ich, das sehe ich auch oftmals, gerade im Jugendbereich, wir trainieren sehr, sehr viel taktische Sachen und. Für mich ist Taktik, reine Taktik, eigentlich die Spitze des Eisberges. Es sollte immer erstmal die individuelle Förderung von Wurfvarianten, von vielen Wurfvarianten, Pässe, ja, wir spielen Spielzüge von den Bundesligisten, können aber oftmals noch nicht richtig passen, im vollen Lauf den Ball ordentlich passen, gut fangen. Das sind die Grundlagen, die man bis zu einer hohen Qualität erstmal üben sollte. Und dann natürlich Wurfvarianten, auch mit Block, das gehört dazu. Ja, weil wenn ich nie in die Situation im Training gebracht werde, wie soll ich sie dann im Spiel lösen? Und du siehst, anhand der wie das Spiel angelegt ist, ne? Also wir Deutschen oder die Skandinavier haben viel 6-0-Abwehr gespielt. So die Torhüter aus diesen Ländern waren oftmals gut hinter 6-0-Abwehr rein, also sprich Würfe aus dem Rückraum. Die jugoslawischen Mannschaften haben 4-3-2-1 gedeckt, also sehr offensiv. Das heißt, da kamen viele Würfe entweder von außen oder vom Kreis. Die Torhüter waren gut, überwiegend von Würfen von außen und vom Kreis. Also das zeigt ja, dass wir viele Wurfsituationen und die Torhüter in viele Wurfsituationen bringen müssen, ihnen natürlich auch eine Strategie beibringen müssen, wie ich mit der jeweiligen Situation umgehen möchte. Aber dieses zu üben, ganz vielen Situationen zu kommen, wo ich Würfe bekomme, wo ich Würfe mit Block oder ohne Block bekomme, die sollte ich sehr, sehr stark im Training üben.